Donnerstag, der 20. März 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Dies ist eine weitere Sondersendung zur Ukraine. Die Situation in der Ukraine hält die Welt in Atem. Heute möchte ich ein weiteres Mal über die Ukraine mit Freeman von Alle Schall und Rauch sprechen. Wir wollen uns nachher konzentrieren auf das Argument, was ja oft vorgebracht wird, ob die Situation bezüglich der Krim mit dem Kosovo vergleichbar ist. Und wir wollen uns beschäftigen auch mit aktuellen Geschehnissen, vor allem auch, was dort vorgefallen ist an Übergriffen der Presse gegenüber. Vor allem der Übergriff beim ersten ukrainischen Fernsehsender. Aber dazu gleich mehr. Wir werden gleich mit Freeman darüber reden. Sie hören allerdings jetzt noch ungefähr 8 Minuten Musik, schätzungsweise. Und danach sind wir wieder live für Sie am Mikro. Bis gleich. Ja, Sie hörten eben Musik. Nun sind wir wieder live für Sie da in der Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 20. März 2013. Und ich darf Freeman von Alle Schall und Rauch begrüßen. Hallo Freeman. Ja, hallo. Es freut mich wieder bei euch zu sein. Ja, ich würde heute gerne mit dir reden. Einmal, aber zuallererst darf ich unsere Zuhörer begrüßen. Nach der Statistik, die wir online sehen können, sind Zuhörer da aus Deutschland, den Vereinigten Staaten, Schweiz, Norwegen und Luxemburg. Das sind zumindest die, die über unser Politikblog zurzeit auf der Seite sind. Und soweit wir sehen können, da sind dann nur die Länder, sind die zumindest die meisten von denen auf unserer Sendung. Ja, wir würden heute gerne reden über die Krim und die Unabhängigkeitserklärung. Ich habe mir dazu eben einmal das Gutachten zum Kosovo angeschaut, weil das ja oft als Vergleich herangezogen wird. Und es geht um Neuentwicklung, vor allem was da passiert ist bei dem Fernsehsender in der Ukraine. Sollen wir vielleicht erst über die Zensur sprechen, was mit den Ereignissen bei dem ukrainischen Fernsehsender? Du meinst die Zensur unserer Medien? Nein, in der Ukraine. Da gab es doch diesen Ach ersten so, Kanal. Ja, also dort sind ja laut Berichten die russischen Fernsehkanäle nicht mehr zu sehen. Also die sind abgeschaltet worden, die über Kabel oder so in die Haushalte gelangen. Ja. Das heißt also, dieses neue Regime will nicht, dass die ukrainische Bevölkerung das hört, was von Russland herkommt. Und auch damit werden der große Bevölkerungsanteil an Russen und an russisch sprechenden Menschen natürlich auch in dem Programm, das sie normalerweise gucken, auf Russisch behindert. Nicht? Also sie können keine russischen Sender mehr sehen oder hören. Das heißt, das wenn, ist dann können sie russisch schon ein massiver Eingriff, denn es wird ja immer behauptet, wie demokratisch jetzt alles sein soll, ja. Das heißt, Sie können, wenn Sie etwas auf Russisch empfangen wollen, dann hören Sie die Meinung der Sender aus Russland, aber nicht mehr der russischen Minderheit in der Ukraine selbst. Das heißt, oder können Sie auch die aus Russland nicht mehr empfangen? Nein, die russischen Sender, Russia One, Russia 24 und alle, die es gibt. Die sind nicht mehr, nehme ich an, über Kabel empfangbar, ja. Über Satellit vielleicht noch, wenn einer eine Schüssel hat, aber über die Kabel und Verteilung nicht mehr, ja, in die Haushalte. Ja. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Informationsfreiheit, ja.
Und das zeigt eigentlich, was für ein Regime dort herrscht, das von dem angeblich auf Demokratie aus EU ist. Ja? Also die EU sagt doch und begründet alles, wir wollen dort die sogenannten westlichen Werte einführen, oder? Westliche das Werte, sind die westlichen Werte. Wenn man danach geht, was die EU in ihrem eigenen Recht drin stehen hat an westlichen Werten, meint sie damit in Artikel 2 EU-Vertrag Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte? Genau. Und all diese Sachen bricht das, das Regime in Kiew. Ja? Das aber von der EU an die Macht gebracht wurde, unterstützt wird. Am 16. März gab es ja das Referendum, also letzte Woche Sonntag, über die Frage der Unabhängigkeit der Krim von der Ukraine. Und darüber haben auch ukrainische Medien berichtet. Es gab es am 18.3., wenn ich das richtig sehe, gab es einen Besuch von Leuten von Svoboda. Das sieht das unter anderem auf dem YouTube-Kanal von Don Erwetter. Da haben wir das gesehen. Und die haben dem ersten Kanal in der Ukraine einen Besuch abgestattet und haben dem Chefredakteur vorgeworfen, er sei praktisch, dass er sich zu sehr an Russland anlehne und die Ukraine und deren Gebührenzahler verrate, und haben ihn geschlagen und gezwungen, aus eigenem Antrieb zu kündigen. Und das hat er dann wohl auch getan. Das ist ungeheuerlich, nicht? Also das sehen wir ja schon seit diesem Putsch, dass diese Nazi-Schergen, so muss man sie nämlich nennen, mit Baseballschlägern und Waffen überall eindringen, in Ministerien, in Verwaltungen, in Behörden und so weiter, und dort die Leute massiv nötigen. Auch in Gemeindeversammlungen dringen sie ein und bedrohen die Menschen. Das heißt also, es gibt ja viele YouTube-Videos, wo wir sehen, wie die vorgehen. Das heißt, sie tun überhaupt nicht so das Ganze nach rechtsstaatlichen Methoden hier einen Wandel machen, sondern sie machen das auf die ganz brutale Schlägerart. Und eine Sache, die jetzt, wie gesagt, vorgestern passiert ist, ist, dass der Parteivorsitzende Svoboda zusammen mit seinen Schlägern da ins Büro des Chefs vom ukrainischen Fernsehen gegangen ist. Zuerst hat er ihn verbal beschimpft und bedroht. Danach hat er ihn zurückgedrängt zu seinem Schreibtisch, hat ihn auf den Stuhl gedrückt, hat ihn mehrmals geohrfeigt und geschlagen und hat ihm dann ein Blatt Papier auf den Schreibtisch gelegt und gezwungen, seinen Rücktritt zu erklären. Haben sie sogar noch gefilmt, ja? Darf ich eine Sache korrigieren? Der es angeordnet hat, das dürfte Oleh Janukow gewesen sein. Der Chef von Svoboda war dabei, aber der ihn auf den Stuhl gesetzt hat, der ihn gezwungen hat und durch seine Gesten mehr körperliche Gewalt angedroht hat, war nach eigener Aussage stellvertretender Vorsitzender von einem Komitee für Meinungsfreiheit und Information. Ich weiß nicht, ob es ein paar Abschuss ist. Das ist wirklich eine Ironie. Er macht das Gegenteil von dem, wofür er zuständig ist. Ja, genau. Ich meine, das ist ungeheuerlich. Und solche Typen unterstützt die USA und EU. Ja? Hallo? Ja. Was denkt sich eigentlich die Merkel und Steinmeier und wie sie alle heißen, dass sie solche Methoden erlauben? Die einzige Kritik, die jetzt gekommen ist, ist von der EBU, von der European Broadcasting Union, die ihren Sitz in Genf hat. Das ist die Dachorganisation aller europäischen Fernsehsender. Die hat also einen Protest
rausgelassen und über diese Behandlung des Chefs vom ukrainischen Fernsehen. Aber sonst hört man nichts. Und das ist einfach wieder das Zeichen, wie der ganze Westen eigentlich hier vorgeht und denkt, ja. Mich erinnert dieser Übergriff auch an ein Diskussionspapier für die NATO-Strategie 2010. Eine Sache, die da nicht reingekommen ist in die NATO-Strategie, aber im Diskussionspapier war, dass es Aufgabe der NATO sein könnte, gegen NATO-Beleidiger vorzugehen. Und also praktisch militärisch gegen Leute, die von denen sich die NATO beleidigt fühlt. Und hier fühlten die sich ja irgendwo angegriffen dadurch, dass auf Gebührenzahlerkosten über die Unabhängigkeitsreferendum der Krim berichtet worden ist. Es kommt mir vor wie eine Parallele. Und die NATO hat diese wahnsinnige Idee, militärisch gegen Blogger, Journalisten oder sonstige Querulanten oder wen auch immer vorzugehen, ganz klar zurückgewiesen. Die hat es nicht aufgenommen, was im Diskussionspapier war. Aber hier unterstützt man solche Leute. Obwohl es doch ganz klar 2010 NATO entschieden hat, sowas nicht zu ihrem Konzept zu machen, mit Gewalt gegen Presse vorzugehen. Ja. Ich meine, guckt euch an, was jetzt in der Ukraine passiert. Diese Rechtlosigkeit, dass da Gewalttäter einfach nach Belieben Leute bedrohen können, ja, in hohen Ämtern, ja. Das ist die gleiche Sache und Situation, die jetzt schon seit längerem in Libyen herrscht, wo ja auch die NATO durch einen Luftangriff hier einen Putsch gemacht hat, wo jetzt Terroristen herrschen, wo auch kein Rechtsstaat herrscht. Und jetzt ist sogar heute die libysche Regierung hergegangen und hat die UN gebeten um Hilfe. Um Hilfe vor diesen ganzen Terroristen. Das finde ich einen guten Schachzug, weil da sind so viele Länder vertreten, da haben sie die größte Chance darauf, dass es unabhängig ist. Oder Afrikanische Union, da sind auch sehr viele Länder mit nicht immer in eine Richtung gehenden Interessen. Da ist auch die Chance groß, dass es ausgewogen ist. Was ich damit sagen will, ist, dass die NATO mit ihren sogenannten Regime-Change, ob der jetzt mit Gewalt passiert, wie in Libyen und in Syrien, oder hier auch mit Gewalt durch die Unterstützung eines gewaltsamen Putsches, der aber durch NGOs und durch Stiftungen und durch alle möglichen anderen fünften Kolonnen vorbereitet wurde, dass sie danach einfach ein Chaos verursachen, ein völliges Chaos, weil Extremisten dann regieren. Nicht? In Libyen regieren Extremisten, in Syrien versuchen sie an die Macht zu kommen und in der Ukraine sind sie an der Macht. Sie sind ein Teil der Regierung, haben Ministerämter und so weiter. Und das ist natürlich unglaublich, was da diese völlige Doppelstandard, diese Heuchelei, was sie uns erzählen, warum die Motive sind für ihre ganze Unterstützung eines Umsturzes. Und dann kommt das dabei heraus. Ja. Und es gab ja auch eine Bundestagsrede von Dr. Gregor Gysi. Und da hat er den Vorsitzenden der Swoboda-Partei sinngemäß zitiert, dass man zu den Gewehren greifen sollte und sich dann wenden sollte. Er hat das noch mit einigen Schimpfworten gespickt, die ich jetzt mal weglasse. Der Herr Gianni Bock, dass er Dr. Gysi, um ja, dessen emotionale Haltung zu verdeutlichen, gemacht hat. Um sich dann zu wenden gegen Deutsche, gegen Russen. Nee, er hat erst die Russen genannt. Erstens praktisch die Russen. Ich nehme an, dass er eine Gewichtung ist in der Reihenfolge. Zweitens hat er, glaube ich, die Deutschen genannt. Und drittens die Juden. Er hat die Russen mit einem Schimpfwort versehen und entweder die Deutschen oder die Juden auch und hat sich so ausgedrückt, als ob die Ukrainer im Vergleich zu Russen, Juden und Deutschen etwas Höherwertigeres
wären. Und also der gleiche Erd Janibok, im Vorsitzenden der Svoboda-Partei, der dort, dessen Leute dort dem Chef vom ersten Kanal des ukrainischen Fernsehens verprügelt haben. Ja, genau. Ich meine, es ist doch eine totale verkehrte Welt hier. Und jetzt kann man auch verstehen, warum die Bevölkerung der Krim, die das alles gesehen hat, die gesehen hat, wie diese Ultranationalisten, diese extrem rechten Gruppen, die jetzt in der Macht sind, wie die mit Andersdenkenden oder mit russischen Menschen umgehen, dagegen, da haben sie erkannt, also das wollen wir auf der Krim nicht zulassen. Und deswegen haben sie sich entschieden, sich von der Ukraine zu trennen, und durch das Referendum haben sie entschieden, sich Russland anzuschließen, aus Gründen des Schutzes. Ich meine, damit sie geschützt werden von diesem ganzen Pack, das da in Kiew an die Macht gekommen ist. Ja? Ich meine, das ist doch verständlich. Das Bedrohungsgefühl bei der jüdischen Minderheit scheint sehr unterschiedlich zu sein. Moschee Reuven Aslan hat gewarnt vor der Gefahr für die jüdische Bevölkerung. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich auch besorgt geäußert, ist zwar nicht auf dessen Webseite, aber wird von vielen Medien zitiert bezüglich der Situation der Minderheiten und inklusive natürlich der jüdischen Minderheit in der Ukraine angesichts rechtsradikaler in der Regierung. Während ich habe einen Artikel gelesen vom Heute, auf der Seite 3 von der Taz, äußerte sich Leonid Feinberg, Vorstandsmitglied der jüdischen Konföderation in der Ukraine. Er hat es nicht so erlebt, also dass die jüdische Minderheit so bedroht sei. Und es scheint bisher nicht, und ich hoffe, dass es auch so bleibt, nichts Entsprechendes vorgefallen. Ja, ich meine, das ist ja noch so ein Beispiel, nicht? Das ist ja noch so ein Beispiel. Wenn ein bekannter Autor ein Gedicht schreibt, ne? Wir wissen ja, wer das ist. Günther Grass hat ein Gedicht geschrieben. Und es wagt, da gewisse Wahrheiten auszudrücken über wer der wirkliche Aggressor ist oder wo eine Gefahr herkommt, dann ist der sowas von niedergemacht worden. Und das ist auch etwas, was mich sehr wundert. Es kommt von einer Seite, kommt gar nichts über das, was in der Ukraine passiert. Da herrscht Totenstille. Der Zentralrat der Juden schon. Ja, aber aus Israel kommt nichts. Ich habe keine einzige von der israelischen Regierung gehört, dass die irgendwie in das, was jetzt in der Ukraine passiert, dass da Nazis an die Macht gekommen sind, irgendwie kritisiert. Kein Wort. Ja. Und das ist auch wieder typisch. Ich habe den Eindruck, also nach dem, was ich bisher gelesen habe, abgesehen von der Rhetorik von Herrn Janibok, die jetzt, wo sie in der Regierung sind, ja doch auf eine große Gefahr für Russen, Deutsche und Juden vor allem hindeutet, dass die tatsächlichen Gewaltakte sich bisher vor allem gegen Parteien der bisherigen Regierung gewandt haben und gegen die Partei der Region, also die bürgerliche vorherige Regierungspartei, und gegen die kommunistische Partei. Die waren ja vorher in der Regierung. Ja. Ja, ich meine, wir haben Videos gesehen, wo die Parteizentralen und Büros der Kommunisten wurden jetzt von diesen Rechtsradikalen übernommen. Die haben die einfach sozusagen geraubt, oder? Und sitzen jetzt da drinnen, in den ehemaligen Büros und was immer für Sachen die kommunistische Partei da geführt hat.
Da hocken die jetzt drinnen, haben natürlich sämtliche Symbole und alles, was Abzeichen und alles, was da drinnen ist, zerstört und geplündert, was sie plündern konnten und so weiter. Ich meine, das ist der Zustand in der Ukraine, ja. Und das ist natürlich genau das, was ja auch Putin dann sagt, indem er sagt, also das geht ja nicht, dass hier so rechtlose Zustände sind, Gewalt herrscht, Menschen gefährdet werden und, ja. Ja. Ich hab mir heute einmal das durchgelesen. Vielleicht sollte ich einmal kurz referieren, was ich gelesen habe, diesem Gutachten vom Internationalen Gerichtshof zum Kosovo. Ich würde gerne jetzt zur Frage kommen, Moment, zu der Einschätzung, kann die Krim sich unabhängig machen oder woran misst man das? Und da, ich würde da gerne einmal referieren, das ist ein Gutachten vom 22.07.2010. Moment, eine Zuschauerfrage, die geht vor. Ist Freeman irgendetwas zu den Goldreserven bekannt, die angeblich Hals über Kopf aus der Ukraine in die USA geflogen worden sein sollen? Weißt du etwas darüber? Ja, also das ist ja mittlerweile mehrfach jetzt, glaube ich, bestätigt worden, dass die außer Landes geschafft wurden. Ja. Und mit der Begründung, es könnte in die Hände der Russen fallen, ja, was natürlich lächerlich ist. Aber mit dieser Rausschaffung dieser Gegenstände, also des Goldes, ne, das ist typisch, das machen sie immer, ne, wenn sie irgendwo in ein Land reinfahren, ne, dann rauben sie erstmal das Wertvollste. Nicht? Das ist klar. Mit einer fadenscheinigen Begründung. Ich meine, was das internationale Recht betrifft und die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, ich glaube, das ist ja ganz klar. Ich meine, es wird von den westlichen Regierungschefs behauptet, die Kosovo-Geschichte kann man nicht mit der Krim vergleichen. Das ist natürlich Blödsinn, kann man absolut damit vergleichen. Ja? Darf ich einmal sagen, was in dem Gutachten dort vorkam? Es ist vom 22.07.2010 und es gab eine UNO-Resolution Nummer 1244 aus 1999. Und da haben die eine Regelung gemacht, aus verschiedenen Gründen, unter anderem humanitäre Gründe, für den Kosovo, aber nur eine Übergangsregelung, auch mit Selbstverwaltungsstrukturen. Die haben dann auch ein Parlament und eine Art Selbstverwaltungsregierung. Und da das völkerrechtlich war, durch den Beschluss des Sicherheitsrates, war das natürlich höherrangig im Vergleich zu einfachem serbischen Recht. Also das heißt nicht im Verhältnis zur serbischen Verfassung unbedingt. Und 2005 kam dann langsam der Sicherheitsrat so zu der Meinung, jetzt müsste man mal langsam schauen, wie soll denn die endgültige Regelung aussehen. Und Kosovo und Serbien haben sich 2 Jahre lang ungefähr nicht einigen können. Und dann gab es 2007 von dem damaligen Sonderbeauftragten Herrn Ahtisaari, ehemaliger Regierungschef von Finnland und damals Besandter des UNO-Generalsekretärs, seine Einschätzung war, der Kosovo sollte sich unabhängig machen und dass das die beste Lösung wäre. Dann ist ja nur eine Empfehlung gewesen. Und dann 2008 hat sich das Parlament gebildet für den Kosovo und von diesem Parlament haben dann die Abgeordneten, die bei einer Sitzung gerade mal da waren, es war nicht das ganze Parlament, es war etwas informeller, und der damalige Präsident dieser Übergangsstrukturen, haben die entschieden, eine Resolution zu machen für die Unabhängigkeit. Also es war nicht formgerecht innerhalb der Strukturen und es gab aber auch keine Art Einspruch. Die UNO hatte auf dieser Sicherheitsratsresolution 1244 1999 dann diese Übergangsstrukturen für den Kosovo ermächtigt, also auf völkerrechtliche Ermächtigung, und die hatten sich auch selbst so was Ähnliches wie eine Art, ich nenne es mal Landesverfassung gegeben, über ein Bundesland, und
Alle, aber was sage ich jetzt, Verfassung, wie ein Grundgesetz, ist ja auf etwas besatzungsrechtsähnlichen Konstrukt gewesen, aber es war alles nur übergangsmäßig ermächtigt. Es ist ihnen nicht explizit verboten worden, eine Unabhängigkeitserklärung zu machen. Es war auch nicht das Organ, was dafür befugt gewesen wäre, solche zum Beispiel Gesetze zu machen. Es ist im Amtsblatt dieses Übergangs, dieser Übergangsstruktur des Kosovo nicht verkündet worden. Und die Frage war, die von Serbien initiiert worden war und wo eine entsprechende Mehrheit der UNO-Vollversammlung Artikel 96 UNO-Charta, Artikel 65 Statut des Internationalen Gerichtshofs, das jetzt gewollt hat und der sein Gutachten gemacht hat, war nur, ob die eine Unabhängigkeitserklärung machen konnten. War nicht die Frage, ist der Kosovo jetzt unabhängig, sondern nur, konnten die das erklären? Und da es die UNO-Resolution für diese Übergangsstruktur es nicht ausdrücklich verboten hat und da es auch gar kein zuständiges Organ war innerhalb dieser Strukturen, haben sie gesagt, sie haben ja nichts gefunden, wonach es untersagt wäre, also konnten die das erklären. Sie haben aber nicht ausdrücklich gesagt, sie haben nicht entschieden, ob dadurch der Kosovo zum unabhängigen Staat wird. Das war nicht die Frage, also haben sie es auch nicht entschieden. Das war nicht innerhalb des Auftrags für das Gutachten. Ist also durch diese Gutachten überhaupt nicht geklärt, ob der Kosovo ein unabhängiger Staat ist. Das mag durch weitere politische oder rechtliche Schritte geklärt worden sein. Ich muss sagen, das weiß ich nicht. Ich habe nur dieses Gutachten gelesen. Und sie haben auch nicht analysiert das serbische Verfassungsrecht. Sie waren nur für völkerrechtliche Fragen zuständig. Also da haben sie sich angeguckt, die Sicherheitsratsresolution, allgemeine Regeln des Völkerrechts, ob da was dagegen spricht. Und sie haben sich angeguckt, diese Übergangsstrukturen, weil die ja völkerrechtlich ermächtigt waren durch die Sicherheitsratsresolution. Das heißt, dieses Gutachten hat die Unabhängigkeit des Kosovo für sich genommen gar nicht geklärt. Ob daraus weitere rechtliche Schritte folgen, die das geklärt haben, weiß ich nicht. Ja gut, aber in diesem Rechtsgutachten wurde ja die Unabhängigkeit als legal beurteilt und es wurde auch gesagt, es gibt kein Verbot von Unabhängigkeitserklärungen. Ja, genau, das bedeutet, ja. Das bedeutet, es war, dass jede Region, wenn die Mehrheit das will, sich unabhängig erklären kann. Und sie haben das ja auch gemacht. Sie haben das ja, der Westen hat das ja begründet mit erstens, die Mehrheit der Bevölkerung in Kosovo sind sogenannte Kosovo-Albaner und die Minderheit wären die Serben. Ja gut, aber das trifft ja auch auf die Krim zu. Die Mehrheit der Bevölkerung der Krim ist russisch und die Minderheit ist ukrainisch. Dann haben sie begründet, die Serbien gefährdet die Sicherheit der Kosovo-Albaner. Und deswegen muss eine Trennung her. Genau das Gleiche trifft auf die Krim zu. Die Bevölkerung der Krim ist durch diese ganzen Ultranationalisten in der Ukraine gefährdet. Ja? Also man sieht, es gibt absolut Parallelen da. Ja? Und es reichte, es musste ja noch nicht mal richtig zusammengekommen, genau die Mitglieder des zuständigen Gremiums sein, sondern es reichte halt, dass eine ganze Menge Abgeordnete und der Präsident dieser Übergangsstrukturen des Kosovo da waren. Und es waren halt Vertreter des kosovo-albanischen Volkes. Es ging ja nur darum zu schauen, ob es völkerrechtlich untersagt war. Es ging nicht darum zu sagen, oder ob es verfassungsrechtlich untersagt war. Das heißt, dieses Gutachten hat alleine, für sich alleine genommen, gar nicht geklärt, ob der Kosovo unabhängig ist, sondern nur, ob sie dieser Unabhängigkeit erklären konnten. Und hier ist es ein sozusagen der Landtag der Krim gewesen, der das mit der Unabhängigkeit beschlossen hat. Sicherlich ein befugteres Gremium als im Kosovo. Die Frage ist nur, welche Rechtsfolgen hat die Erklärung? Ich denke auch, dass sie das erklären durften, dass das dann wahrscheinlich keine völkerrechtliche Regel entgegensteht. Die Frage ist nur, darf daraus folgen, dass sie unabhängig sind? Das hat leider beim Kosovo ist es damals nicht entschieden worden. Einerseits das Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt es, selbst wenn die Völker kein eigenes Bundesland, keine eigene autonome Region hätten. Andererseits gibt es die Souveränität der Staaten. Das hat das Kosovo-Gutachten
vom 22.07.2010 nicht entschieden, weil die Serben gar nicht die Frage danach gestellt haben. Ja gut, aber die Regierung der autonomen Republik Krim, wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja die Krim sowieso einen Sonderstatus hatte. Sie war ja in dem Sinn eh schon ziemlich unabhängig von der Ukraine. Ja? Die haben also entschieden, die sind den gleichen Weg gegangen, der eigentlich der Kosovo vorgemacht hat. Ja? Also der Fall Kosovo war der Präzedenzfall für wie die Krim sich unabhängig erklärt hat. Die sind genau den gleichen Weg gegangen und haben dann, und diese Entscheidung des Parlaments wurde ja durch die Volksabstimmung am vergangenen Sonntag massiv bestätigt. Ja? Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass eine 80-prozentige Wahlbeteiligung war und ich glaube 94% haben dann Ja gestimmt, das bedeutet ja, dass nicht nur die 59% Russen, die auf der Krim leben, Ja gesagt haben, sondern auch ein großer Teil auch der Ukraine und der Tataren haben Ja gesagt zu dieser Trennung und zu dem Anschluss an die russische Föderation. Ja? Deswegen, da gibt es überhaupt nichts zu deuten. Das ist absolut jetzt klar, was die Bevölkerung der Krim will. Das, obwohl ein Teil der tatarischen Bevölkerung, glaube ich, zum Boykott aufgerufen hat. Aber es waren, die haben wohl nicht für alle Tataren. Ja, das mag ja sein. Auch in Deutschland rufen Menschen zum Boykott der Bundestagswahlen auf. Ja? Ich meine, das ist überall so. Das bedeutet ja nichts. Ja? Was mir auffällt, ist dann, bei dem Kosovo-Gutachten steht nicht, dass die dort eine Volksabstimmung gemacht hätten, sondern es waren einfach viele Parlamentarier, die hatten natürlich dann durch Wahlen im Kosovo hatten sie natürlich entsprechend ihre Legitimation, aber das Volk direkt über so eine entscheidende Sachfrage entscheiden zu lassen, hat natürlich deutlich mehr demokratische Legitimation. Ja, ich meine, wenn man von Grundsatz ausgeht, und das steht ja in den meisten Verfassungen, nicht? In den meisten Verfassungen steht doch, alle Macht geht vom Volk aus. Und die Politiker und die Parlamentarier sind ja in dem Sinn nur die Vertreter des Volkes. Das heißt, wenn man jetzt durch ein Referendum die Bevölkerung direkt fragt, legitimer geht's gar nicht mehr. Legitimer geht's nicht mehr. Ich denke, wenn man jetzt vielleicht mal bei Justitias Waagschale, wenn man da so zwei Waagschalen sieht, einmal die Souveränität der Staaten, Artikel 2, Absatz 1 UNO-Charta und das Selbstbestimmungsrecht der Völker in Artikel 1 Zivilpakt, UNO-Zivilpakt, Artikel 1 UNO-Sozialpakt und auch, das habe ich bei einem früheren Gespräch leider übersehen, auch in Artikel 1 Nummer 2 UNO-Charta. Die UNO-Charta ist ja höher, eine Stufe über den Menschenrechtsverträgen der UNO. Und das ist ja wichtig, dass auch in der Charta steht, dann ist natürlich das ein erhebliches zusätzliches Gewicht, dass man diese Volksabstimmung gehabt hat mit der hohen Wahlbeteiligung und dem hohen Ergebnis. Es gibt allerdings eine Resolution von der UNO-Vollversammlung über gute und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten und die sagt praktisch so im Zweifel Vorrang für die Souveränität. Also wenn jetzt ein Volk total unterdrückt wird, dann ist es eher so, dass, sagt diese Resolution über gute und freundschaftliche Beziehungen, dass es dann auch das Recht hat, sich selbstständig zu machen. Also ich meine jetzt für die Frage, was ist denn jetzt vorrangig, Souveränität oder Selbstbestimmungsrecht der Völker? Ja, aber es gibt ja so viele Beispiele, wo Unabhängigkeitserklärung vom Westen sofort akzeptiert wurden. Das heißt, es kommt immer darauf an, wer sich unabhängig erklärt. In den einen Fällen
ist es super gut und wird sofort akzeptiert. In anderen Fall nicht. Und das ist natürlich diese typische Heuchelei und Doppelstandards des Westens. Im Falle des Südsudan, wo der Südsudan sich vom Sudan getrennt hat, wurde der Südsudan sofort vom Westen anerkannt. Ja? Nicht? Also da haben wir so einen Fall. Nicht? Das und, interessanterweise. Und außerdem, ja. Dieses Gutachten betont in Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta mit der Gewaltverbot, also auch Angriffskriegsverboten überhaupt, dass man politisch nicht mit Gewalt politische Dinge erzwingen darf. Und dann darf sich auch nicht mit Gewalt selbstständig machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und, ja, aber das ist ja in dem Fall der Krim nicht passiert. Genau, dann haben sie ja eigentlich mehr Recht, wenn man danach geht, was das Gutachten gesagt hat, mit Gewalt darf man sich nicht selbstständig machen. Nein, es ist ja kein einziger Schuss gefallen in auf der Krim. Ja? Ich meine, da gab es überhaupt keine Kämpfe oder sonst was. Ja? Das war einfach ein ganz normaler demokratischer Vorgang und eine Willensäußerung, und die hat die Welt zu akzeptieren. Punkt. Ja. Und da können Sie noch so viel sagen, wir werden das nicht anerkennen und bla bla. Die Fakten sind auf dem Tisch. Die Leute haben abgestimmt. Fertig. Ja. Außerdem morgen, also wie ich das gelesen habe, wird sowieso morgen die Integration vollzogen. Also dann ist die Krim russisches Territorium. Ja. Was Sie auch angesprochen haben, ist den Begriff der Remedial Secession. Wenn ich das richtig verstehe, ist, das haben Sie aber gesagt, danach wurde nicht gefragt beim Kosovo. Das ist wohl, wenn eine Minderheit unterdrückt wird und es praktisch zu deren Schutz erforderlich ist, dass dann ein Gebiet sich abspalten kann. Die Frage ist natürlich, ab wann ist so eine Schwelle wirklich erreicht? Das haben Sie in dem Gutachten leider nicht entschieden. Und ich gebe zu, aus Zeitmangel habe ich nicht geschafft, mir bis heute vergleichbare Fälle anzuschauen und mir davon ein Bild zu machen. Die Frage ist, ab welcher Ausmaß an Unterdrückung oder an Gewalt, was eine Zivilbevölkerung erfährt, oder einer Bedrohungslage gegenüber einer Zivilbevölkerung, darf man das? Ja, ich meine, das war ja das Argument, das war ja das Argument jetzt des Westens, um zu sagen, die Kosovo-Sache ist nicht vergleichbar mit der Krim. Indem sie gesagt haben, ja, aber in Kosovo gab es Tote und da wurden viele Leute massakriert oder was immer sie behauptet haben und auf der Krim nicht. Und daraufhin hat aber Russland und auch die Regierung der Autonomen Republik Krim gesagt, ja, muss es erst denn dazu kommen? Müssen wir erst Tote haben, bevor wir das machen? Das ist auch völlig berechtigt. Ja. Man muss doch nicht Kosovo warten, bis diese ganzen Nazi-Schergen in die Krim eindringen, was sie ja eh gemacht haben, oder? Und dann muss man erst zuschauen, bis sie ein paar Leute erschießen und alles Mögliche. Und dann macht man erst das Ganze. Also das ist ja absurd. Im Kosovo ist es gewesen, dass er ja, ich sag mal, Extremisten auf beiden Seiten standen. Da gab es serbische Rechtsextremisten, es gab genauso gut albanische und noch unterstützt von damals von Al-Qaida, wie Peter Descott berichtet hat. Ja, was wir wissen und auch der Sonderbeauftragte für die OECD, der Dick Martin, der Schweizer Ständerat, in seiner Untersuchung gemacht hat über den Kosovo. Er hat ja zum Ausdruck gebracht,
dass ja der Kosovo, oder andersrum, die Balkan-Mafia hat einen eigenen Staat bekommen, ja, und er hat dann aufgezeigt, wie der Premierminister des Kosovo und alle die Regierungsmitglieder, dass das oberste Kriminelle sind, die also im Drogenhandel, im Menschenhandel, im Organhandel und was weiß ich noch alles involviert sind und dass sie Morde beauftragt haben. Das hat doch der Dick Martin alles in seinem Untersuchungsbericht aufgeführt, ja. Das heißt also, die Situation ist ja eigentlich noch viel schlimmer im Kosovo, denn dort hat eine kriminelle Bande einen eigenen Staat gekriegt. Ja? Ich meine, die ganzen Regierungsmitglieder sind ja Mafia. Ja, das ist Mafia, das sind Gangster. Unterstützt Deutschland, das unterstützt die NATO, das unterstützt die EU und Amerika. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass sofort wurde ja im Kosovo eine der größten Militärbasen der Amerikaner errichtet, ne? Camp Bond Steel. Das ist ja eine riesen Einrichtung dort. Das ist so ein kleiner Amerika, inklusive Pizza Hut und McDonald's. Die haben sich gerade dort breit gemacht, nicht? Ja. Was ich meine ist mit dieser Remedial Secession, ich glaube, dass es ganz entscheidend ist für das Recht, ob sie sich selbstständig machen durften, dass da eine Bedrohungslage war. Und hätte der Vorsitzende von Swoboda und andere Rechtsradikale nicht solche Drohungen ausgestoßen, hätte ich erhebliche Zweifel, ob sie das durften. Aber so, denke ich, ist da eine reale Bedrohungslage. Die Frage ist natürlich... Ja, alleine durch Russland, das Verbot der russischen Sprache ist ja schon eine Bedrohung da. Denn das ist ja eine ungeheuerliche Diskriminierung. Ja. Das wäre ja so ähnlich, wie wenn man in Belgien, das ja zweisprachig ist, ja, Französisch und Flämisch, wenn man plötzlich die flämische Sprache verbieten würde. Das wäre ja eine unheimliche Diskriminierung gegenüber der Hälfte der Bevölkerung. Ich glaube, die würden sich ganz schnell den Niederlanden anschließen. Ja, aber zum Beispiel, ja. Ich meine, und so. Das ist doch alles doch so eindeutig, aber wird von den Politikern und von den Medien völlig negiert oder falsch dargestellt. Und anstatt sich konzentrieren, wer hat denn überhaupt diese ganze Geschichte verursacht, wird Russland als böse hingestellt. Verursacht hat das der Westen, indem sie hier einen Putsch gemacht haben, indem sie hier radikale Kräfte an Macht gebracht haben. Das ist der Grund, warum die Krim sich getrennt hat. Ich meine, wenn das nicht passiert wäre, wenn der Janukowitsch heute noch Präsident in Kiew wäre, dann würde doch auf der Krim überhaupt nichts passiert sein. Wenn ich mir anschaue, die Entstehungsgeschichte der UNO, ja. Man muss doch gucken, Ursache und Wirkung, ja. Die Ursache war dieser illegale Putsch. Das war die Ursache. Und danach diese ganzen Gewaltausübungen. Und das haben die Menschen auf der Krim gesehen und haben dann sofort reagiert. Und sofort richtig reagiert. Ja. Hallo? Ja, was ich sagen wollte. Die UNO ist entstanden aus dem Bündnis damals um die Nazis und den IG Farben-Konzern. Ich nenne den Namen nochmal, weil ich glaube, das ist die einzige Organisation weltweit, die noch schlimmer als die Nazis jemals gewesen ist, weil die haben einen Profit damit gemacht. Die waren nicht
fanatisch, sondern eiskalt berechnet. So, für alle, die mithören. Und aus dem Bündnis gegen die ist das entstanden. Und Länder wie Deutschland sind ziemlich spät erst UNO-Mitglied geworden, aus dieser Geschichte heraus. Viele Länder haben damals Deutschland und dessen Verbündeten den Krieg erklärt. Ich denke auch, um dann schnell vorne mit dabei zu sein, wenn die UNO gegründet wird. Und um zu zeigen, dass sie gegen den Faschismus sind. Nicht, dass sie alle Deutsche hassen würden, um Himmels Willen. Und ich denke aber, die UNO hat eine antifaschistische Tradition. Und eigentlich müsste sich doch jedes UNO-Mitglied berufen fühlen, dieser Regierung, die ausdrücklich faschistische, beziehungsweise vielleicht nicht offiziell als Regierung, vielleicht hat er es als Parteipolitiker gesagt, so fair will ich sein, der Vorsitzende von Swoboda, der sich aber laut Dr. Gregor Gysi ausdrücklich geäußert hat, zu den Gewehren zu greifen gegen Deutsche, Russen und Juden. Da müssten doch jetzt, allein aus gleichheitsgerechten Gründen, meine ich, müssten doch alle UNO-Mitglieder aufstehen und schauen, wie können wir mit verhältnismäßigen Mitteln da entsprechend schützen. Alle Deutschen, alle Russen und alle Juden. Ja. Auch wenn. Ja, aber es ist ja so. Es ist ja nicht so, dass ihnen das unbekannt war. Es war doch dem Steinmeier und vorher seinen Vorgänger, wie hieß er? Die Westerwelle. Die waren ja alle dort auf Maidan. Die waren ja alle dort. Und sie haben sich aber mit diesen Chef von Swoboda und Chef von rechter Sektor und wie sie alle heißen, haben sie doch getroffen. Wir kennen doch die ganzen Fotos, wo sie nebeneinander stehen. Das heißt, diese rechten Gruppen, die waren ihnen doch alle bekannt. Sie haben ihnen die Hand gegeben. Sie können ja nicht so tun, jetzt, oh, das haben wir aber jetzt nicht gewollt. Die haben doch das alles gewusst, wie die denken. Entschuldigung. Sie haben sie gewusst, wie sie denken. Ja. Ich meine, der Chef vom rechten Sektor, der hat doch schon 2000, wann war denn das? 2004 bei der Orangen Revolution mitgemacht und hat da seine ganzen nationalistischen Parolen rausgerufen. Das ist doch alles ewig lang bekannt, wie die denken. Ja, ich meine, wenn man es genau nimmt, geht das zurück bis in den Zweiten Weltkrieg, weil ja die Teile der Bevölkerung von Westukraine haben sich ja der Wehrmacht angeschlossen und haben gegen die Sowjetunion gekämpft. Ja, also das war und ja so, dass die ja, nicht? Das, ja. Die waren ja damals schon für die Nazis. Das ist ja nichts Neues. Ja, ich glaube, sie haben auch gegen Nazis gekämpft, aber am allerwenigsten. Hauptsächlich haben sie gegen Russen gekämpft und haben Juden und Polen verfolgt. Ja, ich hab doch von Veteranen des Zweiten Weltkriegs, die ich persönlich kenne, wo an der Ostfront waren, habe ich doch Berichte gehört, wie sie mir erzählt haben, wo sie damals in die Ukraine reingefahren sind, wurden sie mit Blumen begrüßt, als Befreier begrüßt, ja? Unter Stalin. Die haben doch kooperiert. Glaube ich, war das. Ja. War es unter Stalin? Es sind, ist in der Sowjetunion, gab es, sind viele Ukrainer verhungert. Und, ins Schätzungen gehen weit auseinander, wie viele das waren. Ich denke, dass da manche ukrainischen Nationalisten ihren Russenhass eher haben. Ja, aber Moment mal, der Stalin war doch gar kein Russe. Der Stalin war doch kein Russe. Der Stalin war Georgier. Stimmt. Also, wie kann man dann einen Russenhass haben, wenn der Stalin Georgier war? Dann sollen sie doch auf die Georgier schimpfen, aber dann nicht auf die Russen. Ich meine, es waren doch in der Sowjetzeit von verschiedenen sogenannten Sowjetrepubliken die Parteivorsitzenden. Ne? Der Khrushchev war ja, wenn man so will, Ukrainer. Oder? Der Khrushchev war ja Ukraine. Der Stalin war Georgier. Nicht? Zwischendurch war mal ein Russe dran. Man muss doch die Geschichte kennen. Und das ist ja überhaupt der Grund, warum die Krim zu der Ukraine gekommen ist,
weil ja der Chruschtschew, weil er ja Ukrainer war, damals 1954, dass der, der damaligen Sowjetrepublik Ukraine zugeschlagen hat. Nicht, aber geschichtlich gesehen war die Krim immer russisch, immer schon russisch. Das geht zurück, Katharina II. Und alles. Und der Kriegshafen oder der Marinehafen Sewastopol, der ist ja nur, der existiert ja nur, weil damals der Zar entschieden hat, dort die russische Marine zu etablieren. Sonst gäbe es ja das Ganze gar nicht. Ja? Deswegen ist doch völliger Blödsinn zu sagen, das hat man der Ukraine jetzt gestohlen. Das hat man weder so oder so gestohlen. Ja? Naja, ich verstehe es so, dass man das Ausgangslager ist, unabhängig davon, wie lange der Krim zu Russland damals gehört hat. Das Ausgangslager ist einmal das Selbstbestimmungsrecht des Volkes und einmal die Souveränität, und dass die Souveränität grundsätzlich vorgeht, wenn es aber Gewicht und das Volk das Recht hat, seine Vertreter zu sagen, es will unabhängig sein. Nur ob es die Rechtsfolge hat, dass diese Unabhängigkeitserklärung vorrangig ist vor der Souveränität, dafür braucht es bestimmte Gründe. Und die ich denke, also wieso meine darf persönliche sich denn jetzt, Einschätzung wieso ist, darf sich denn Schottland, Moment mal, wieso darf sich denn jetzt Schottland im September ein Referendum durchführen und entscheiden, ob sie sich von Großbritannien trennen? Wieso ist denn das möglich? Die haben ja auch selber entschieden. Die haben ja, das schottische Parlament hat selbstständig entschieden, dieses Referendum durchzuführen. Dazu müssen sie doch nicht London fragen. Die müssen doch nicht London fragen, ob sie das dürfen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass Großbritannien keine Verfassung hat. Die haben zwar ein Bill of Rights mit Grundrechtekatalog, vielleicht hängt es damit zusammen, dass es keine Verfassung gibt, die sowas verbietet. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall zieht dieses Argument nicht, das ganze Land muss entscheiden, ob eine Region sich unabhängig machen kann. Also das ist ja wohl lächerlich. Das ist lächerlich. Da, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich denke, dass es in vielen Staaten so ist, dass Bundesrecht, also innerhalb des Staates, Bundesrecht vor Landesresht geht. Und dass, wenn das Bundesparlament sagt, ihr dürft nicht, und das Landesparlament sagt, wir möchten, aber wir beschließen, wir machen uns jetzt unabhängig, dass das Bundesrecht vorgeht jetzt. Also innerhalb des Rechtes dieses Staates. Aber völkerrechtlich gesehen, Selbstbestimmungsrecht des Volkes, ich meine, wenn es unterdrückt wird, dann... In den meisten Ländern hat der Bund nur gewisse Rechte, zum Beispiel der Bund hat das Recht der Landesverteidigung und der Außenpolitik. Das sind Bundesaufgaben. Und dann gibt es die anderen Aufgaben, zum Beispiel Länderaufgaben wie Polizei oder Schulsystem und so weiter. Nicht, also das ist nicht wahr, dass zum Beispiel der Bund entscheiden kann, ob irgendein Landesteil sich ausscheidet. Ist doch nicht wahr. Ja. Naja, Im Prinzip ist es genau umgekehrt. Das höchste Recht kommt aus von einer Gemeinde und dann geht es erst zu einem. In der Schweiz würde man das so sehen, Gemeinde hat das höchste Recht, dann kommt der Kanton und dann erst der Bund. Das ist nicht umgekehrt. Ja. Dann hat die Schweiz eine andere Verfassung als Deutschland. In der Schweiz kann zum Beispiel jede Gemeinde entscheiden, ob sie noch in der Schweiz bleiben will oder nicht, oder ob sie in einem Kanton bleiben will oder nicht. Ja. Dann ist die schweizerische Verfassung ganz anders aufgebaut als das deutsche Grundgesetz. Die Schweiz ist halt demokratisch, im Gegensatz zu allen anderen Ländern, die nur Pseudodemokratien sind. Ja, viele Staaten haben deutlich weniger Volksabstimmung, das stimmt, und deutlich weniger Raumes. Ist ja auch Vorbild von vielen, die mehr Volksabstimmung wollen. Also, deswegen, man muss doch nicht den Schweizern erzählen, was Demokratie ist, ja? Oder wie man es richtig macht. Oder was Volksrechte sind. Ja? Nicht? Dafür haben sie es viel zu lang.
Aber hier geht man her und sagt, und auch diese Argumente wegen territorialer Integrität und so Zeug, ja. Das ist ja die Souveränität. Es ist ja die Souveränität. Jetzt die Frage, genau diese Frage: Ist Selbstbestimmungsrecht des Volkes hier vorrangig oder Souveränität? Ja, Und ich die denke, sie durften es. Souveränität. Niemand streitet die Souveränität, bestreitet die Souveränität der Ukraine. Das bestreitet doch niemand. Es geht ja nur darum, ob sich ein Teil davon lösen kann und entweder die Selbstständigkeit erklärt, also sich zu einem eigenen Staat erklärt, oder sagt, wir wollen zu einem anderen Staat gehören. Wieso ist es eigentlich. Der Westen tut so, ne? Also wie wenn das irgendwie für alle Ewigkeit zementiert ist. Dabei, wenn man in der Geschichte zurückguckt, die letzten 1000 Jahre, gab es dauernd diese Wechsel von Regionen zwischen einzelnen Staaten. Ob das jetzt zwischen Frankreich und Deutschland war oder was weiß ich, da gibt es ja hunderte Beispiele von diesen verschiedenen Wechseln, ja. Ob das Südtirol ist, zu Österreich oder zu Italien. Nein, das ist ja immer passiert. Das kann man doch nicht zementieren in aller Ewigkeit und das ist jetzt fest und da darf man nicht dran rütteln oder wie? Nicht? Und wie gesagt, der höchste Souverän ist grundsätzlich das Volk. Ende. Da hat doch die NATO und die EU und Berlin und Merkel und Obama überhaupt ihnen nichts zu sagen. Nichts zu Ich sagen. finde, ich denke mir, sowas gehört ja auch irgendwo rechtlich gelöst. Vor allem diese Eskalation. Was soll das mit den Sanktionen? Wenn man sich nicht einig ist, warum gehen nicht Russland, wenn sich beide Seiten so sicher sind, warum geht nicht die sich doch streiten, wenn sie sich jetzt Russland angeschlossen haben? Warum gehen nicht Russland und die Ukraine vor den Internationalen Gerichtshof, wenn sich beide sicher sind, dass sie gewinnen? Dann können sie ja auch, müssen ja nicht ein Gutachten machen, dann können sie es ja auch auf eine Klage ankommen lassen, zum Beispiel. Auch der Oder eine Internationale Gutachtenfrage Gerichtshof hat ist darstellen. nicht zuständig. Auch der Internationale Gerichtshof hat nicht in den Volkswillen einzugreifen. Was er machen Was kann, will man denn ist, machen? wenn. Was, ich stelle mir das dann praktisch vor. Nehmen wir mal an, irgend so ein Gremium, ob das die UN oder die Internationale Gerichtshof oder wer immer entscheidet, nein. Das, was die Bevölkerung der Krim entschieden hat, ist falsch. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie jetzt UNO-Truppen reinschicken und hinter jedem Bewohner der Krim mit einem Gewehr stehen und sie zwingen, wieder zurück zur Ukraine zu gehen oder was? Ist doch lächerlich. Das folgt daraus nicht unbedingt, nein. Aber es ist so, die können nur Urteile sprechen, wenn zwei Staaten sich streiten und beide wollen, dass es ein Urteil gibt. Ansonsten können sie Gutachten machen, wenn eine einfache Mehrheit der UNO-Vollversammlung, das will Artikel 18 und 96 UNO-Charta, das habe ich nachgelesen, Ja und, dann die UNO aber kann das doch Gutachten entscheiden, was sie verbindet. will. Die UNO kann doch entscheiden, was sie will. Das ist ja nicht bindend. Seit wann ist eine UNO-Entscheidung bindend? Ich meine, da muss man ja nur gucken, was Israel macht. Wie Klein viel Moment. UNO-Entscheidungen, Beschlüsse hat denn die UNO schon wegen der Palästina-Geschichte ausgesprochen und wird völlig ignoriert. Interessiert niemand. Also verbindlich ist erstmal alles, was der UNO-Sicherheitsrat macht. Verbindlich sind Urteile vom Internationalen Gerichtshof, aber die sind sie nur dann, wenn die Staaten, beide, die sich streiten, ein Urteil haben wollen. Gutachten sind unverbindlich. Gutachten ist sowas wie praktisch eine Art der Beratung für des Internationalen Gerichtshofs für die Vollversammlung, damit die Vollversammlung eine Rechtsfrage besser beurteilen kann. Und dann gibt es noch Resolutionen der Vollversammlung, sind teilweise verbindlich, dass Kriterien dafür, ob die verbindlich sind. Es gibt zum Beispiel die zur Schutzverantwortung, Responsibility to Protect,
wo die Staaten 2005 sich auf dem Weltgipfel geeinigt haben, einstimmig, dass sie diese Schutzverantwortung haben und dass sie verhindern müssen, dass es Völkermordverbrechen gegen die Menschlichkeit, ethnische Säuberung und Kriegsverbrechen gibt. Und dass mit verhältnismäßigen Mitteln das verhindern müssen. Und da haben sie es einstimmig beschlossen. Bevor ich das wusste, dass das einstimmig war, habe ich auch die Zweifel gehabt, ist das überhaupt verbindlich? Es gibt andere UNO-Resolutionen, die nicht verbindlich sind. Zum Beispiel gibt es eine ganze Menge die ein völliges Verbot der Abschreckung mit Atomwaffen wollen und des Einsatzes mit Atomwaffen unter allen Umständen. Da haben aber die Sicherheitsratsmitglieder, zumindest ein Teil von denen, das immer blockiert. Und da die da ganz entscheidend ein Wort da mitzureden haben, weil das ja alles Atommächte sind, die ständigen Sicherheitsratsmitglieder, hat man gesagt, nee, also wenn die das blockieren, dann kann das zu dem Thema nicht verbindlich sein. Aber etwas, was einstimmig ist, die Schutzverantwortung ist zum Beispiel verbindlich. Es gibt noch mehr Dinge, die als verbindlich angesehen werden. Zum Beispiel sehen viele das Recht auf Wasser, ein Menschenrecht auf Wasser als verbindlich an, hat auch die Vollversammlung beschlossen, kein Staat ratifiziert, aber da haben wohl so viele zugestimmt, dass es eben zusätzlich eben zum Recht auf Nahrung auch ein Recht auf Wasser gibt als eigenständiges Menschenrecht. Das wären jetzt Beispiele, aber die meisten werden nicht als verbindlich angesehen, was die Vollversammlung beschließt. Ja, ich meine, gut, aber wie gesagt, das ist ja alles gelaufen, das Thema ist erledigt, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das Thema ist erledigt, die Fakten sind geschaffen, das Volk hat entschieden, aus. Ja. Ich frage mich, die können noch so viel rumkläffen, wie sie wollen, ja. Die Karawane zieht weiter. Ich verstehe die Position, ich verstehe auch die gerechte Wut darüber, wenn faschistische Politiker solche Drohungen gegenüber der russischen Bevölkerung sagen, dass die Menschen sich bedroht fühlen. Das kann ich sehr gut nachempfinden. Ich habe trotzdem so ein bisschen die Vorstellung, ich möchte die Frage in den Raum stellen, wäre es nicht noch angemessener gewesen, zu sagen, das Ganze muss vor den Sicherheitsrat oder vor die Vollversammlung und es gibt eine Schutzverantwortung, die UNO muss handeln und die UNO muss Beobachter schicken, um die Minderheiten alle zu schützen. Wäre das nicht eine noch verhältnismäßigere Option gewesen, die man zuerst hätte ergreifen sollen? Nee, oder das Sanktionen ist falsch, weil das ist nur dann der Fall, das muss man nur dann machen, wenn das betroffene Gebiet oder Volk sich nicht selber schützen kann und das Das ist natürlich ein wichtiges Argument. Hallo? Ist die Verbindung abgebrochen? Hallo? Ja, so wie ich das sehe von dem Bildschirm her, dürfte ich noch zu hören sein und Frieme ist kurz aus der Leitung geflogen. Wir werden das Gespräch gleich fortsetzen. Ja. Bitte den Techniker Friemann wieder reinzuholen ins Gespräch. Es dauert einen kleinen Moment. Manchmal fühlt es sich so an, als ob die Emotionen im Gleichklang sind mit. Moment. Ja, Responsibility to Protect, vielleicht ein kleiner Exkurs. Es gibt ja diese Resolution von 2005 von dem Weltgipfel. Randnummer 138 bis 140. Nicht weg. Hallo? Sind wir wieder vollständig? Ich bin wieder okay, da. Danke. Wieso ist denn das möglich, dass zum Beispiel bereits NATO-Militärübungen jetzt in der Ukraine demnächst stattfinden werden? Das zeigt doch, was eigentlich hier die ganze Absicht ist. Es scheint so zu sein, dass man Russland ja gefügig machen will, einkreisen und gefügig machen will. Das scheint die Absicht zu sein. Aber ob das so legal ist, NATO-Militär dorthin zu stationieren,
Das ist auch so eine Frage. Wenn ich mir anschaue, so von der militärischen Strategie her, von der NATO, ist es ja so weit formuliert, dass sie praktisch überall hinkommen könnten, wenn die dortige Regierung sie einlädt. Das ist die Frage. Ja, aber diese Aber diese Regierung Regie, ist ja gar nicht legal. Das das ist doch gar keine deswegen, Regierung. ja, und deswegen Meinen Sie, frage ich geben ja mich, sogar ob selber zu, es ist eine Übergangsregierung, oder? Ist ja gar dann keine soll, dann echte müssen, Regierung. ja, da müssen Sie warten, bis Sie durch eine echte Wahl bestätigt worden sind. Dann können Sie dann Ihre völkerrechtlichen Verträge abschließen und dann können Sie dann die NATO einladen, wenn Sie wollen. Aber nicht eine als ungewählte Regierung, die auf putschartige Weise an die Macht gekommen ist. Da, So ist es. Genau da so ist begibt sich es. die NATO in ein Fahrwasser, da begibt sich die NATO in Fahrwasser gegen da, all das, wofür die Tradition der UNO steht. Das ist, Ja. Ich meine, wir, äh, es ist ja so. Ich meine, die, ich verstehe überhaupt nicht, warum es die NATO überhaupt gibt. Die NATO ist doch nur entstanden aufgrund des Warschauer Paktes. Das ist doch, wenn man zurückgeht zu der Gründungszeit der NATO, dann wurde die doch damit begründet als Gegengewicht zum Warschauer Pakt. Ja. So. Und außerdem wurde es als Verteidigungsorganisation gegründet. Ja, das hat man gesagt, eine Verteidigungsorganisation. Ja, aber die NATO ist mittlerweile alles andere als eine Verteidigungsorganisation. Es ist eine Kriegsorganisation, die führt überall Kriege. In Afghanistan, gegen Libyen und was weiß ich überall. Ich meine, die sind ja, das ist eine Angriffsorganisation. Und eine Expansionsorganisation, die dauernd versucht, ein Land nach dem anderen einzuverleiben, haben sie ja gemacht. Die ganzen ehemaligen Warschauer Paktstaaten sind doch alle integriert worden in die NATO. Das heißt, wer ist denn hier der Aggressor? Doch Ja. nicht Russland. Russland ist doch nicht der Aggressor, sondern die NATO ist der Aggressor. Und Aber das wird dauernd falsch dargestellt und negiert und so getan. Ja, die sind die Bösen und wir sind die Guten und so weiter, ja. Ich meine, es ist doch logisch, dass, ich meine, der Putin hat es doch in seiner Rede gesagt. Es war für ihn unvorstellbar, nach Sebastopol zu gehen und von NATO-Marinesoldaten begrüßt zu werden. Das hat er bei seiner Rede jetzt gesagt. Und das ist völlig verständlich. Mir. Undenkbar. Ich möchte nochmal etwas zur NATO sagen. Da gibt es ein ganz tolles deutsches Verfassungsgerichtsurteil. Hat eine, war in einer in der in Wirklichkeit erfolgreiche Klage von Leuten von der Linkspartei. Nur dass das Verfassungsgericht die runtergemacht hat und praktisch denen von der Form her nicht recht gegeben hat, vom Inhalt her aber schon. Die haben damals geklagt gegen die NATO-Strategie 1999. Und 1999 fing das so an, über die normalen Kompetenzen so hinauszugehen. Nordatlantikvertrag, da steht noch ganz klar drin in Artikel 5, dass alles praktisch, was in dem NATO-Recht drin ist, sich unterzuordnen hat, unter die UNO-Charta. Und die UNO-Charta hat nun mal ein Angriffskriegsverbot ohne Wenn und Aber in Artikel 2 Absatz Ja. 4 UNO-Charta. Und dann haben sie 1999 eine NATO-Strategie gemacht, wo sie sich in Krisen einmischen können. Und das hat natürlich die Pazifisten der Linkspartei alarmiert und die haben sich dann dagegen gewandt, ob das nicht eine Überdehnung ist und das ist auch gar nicht, man hat doch gar nicht eine ordentliche Vertragsänderung gemacht, man hat den Bundestag nicht abstimmen lassen. So Strategien können ja normalerweise die Regierung selber machen im Rahmen der NATO, so NATO-Sekundärrecht. Aber es muss sich innerhalb der vertraglichen Grundlagen halten, was das Parlament zugestimmt hat. Und das ging jetzt wohl drüber hinaus. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, die können das machen, aber dann darf die Einmischung in Krisen nur so weit gehen, wie es praktisch das NATO-Recht erlaubt. Und das darf natürlich dann auch das NATO-Recht nur so weit gehen, egal was da drin steht, heißt das, wie es die UNO-Charta erlaubt, wie es das Grundgesetz erlaubt. Das heißt, sie können sich die expansivsten Sachen, die radikalsten Sachen da reinschreiben, müssen sich aber bewusst sein, dass sie das nur so weit ausüben dürfen, wie es das NATO-Recht erlaubt und das
demgegenüber noch höhere UNO-Charta mit dem Angriffskriegsverbot und Grundgesetz mit dem noch strengeren Angriffskriegsverbot. Deutsche müssen da noch zurückhaltender sein. Ja, aber gegen all das hat doch die NATO verstoßen. Guck mal uns doch den Afghanistan-Krieg an. Mhm. Amerika hat Afghanistan angegriffen und ist dort einmarschiert. Und man hat dann, und das hat man begründet, oder? Mit 9-11. Und man hat die NATO-Partner dort reingeholt, laut Paragraph 5, Beistandsverpflichtung. Moment einmal. Wo hat Afghanistan Amerika angegriffen? Afghanistan war das doch gar nicht. Das war doch ist diese doch angeblich passiert. Das war doch angeblich diese saudische Söldnerfirma. Amerika angegriffen, das jetzt einen Gegenschlag belaubt. Und außerdem kann man damit nicht Artikel 5 begründen. Das sogenannte Beistandsverpflichtung. Die Attentäter von 9-11 waren hauptsächlich saudische Staatsbürger und kein einziger war ein afghanischer Staatsbürger. Also ist 9-11 hat mit Afghanistan überhaupt nichts zu tun. Da fängt es ja schon an, diese ganze Illegalität dieses Krieges. Ja, das stimmt. Also wenn Amerika wirklich eine Racheakt oder ein Zurückschlagen oder was immer machen wollte, dann hätten sie ja Saudi-Arabien angreifen müssen, aber doch nicht Afghanistan. Ja, oder sich selbst. Jetzt sind sie natürlich hergegangen und haben gesagt, weil das natürlich stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, haben sie gesagt, aber der Osama Bin Laden wurde von Afghanistan beherbergt. Ja? Und alleine diese Beherbergung von Osama Bin Laden reicht, um Afghanistan anzugreifen. Ja, Moment einmal. Der Hauptdrahtzieher von 9-11, der Mohammed Atta, hat 10 Jahre in Hamburg gelebt. Wurde also von Deutschland beherbergt. Wenn also eine Beherbergung ausreicht, um einen Angriffskrieg zu führen, dann hätte Amerika Deutschland angreifen müssen. Verstehst du, was ich sagen will? Und auch sich selbst. Das ist doch alles absurd, was da abläuft. Die haben doch längere Zeit nach dem Artikel von Peter D. Scott, der am 1. Januar, glaube ich, auf der Webseite von La Chale in der deutschen Übersetzung rausgekommen ist, haben sie zumindest jahrelang für diese Al-Qaida-Söldner-Netzwerk ja auch in den USA Leute anwerben können, auch in den USA. Und das meine ich jetzt damit. Da hätten sie ja auch gegen sich selbst vorgehen müssen. Ja, auch, ja. Zumindest mal strafrechtlich oder gucken, haben die dafür Straftaten begangen worden, dass sie diese Anwerbung zugelassen haben, also nach US-Recht. Die haben doch Antiterrorgesätze. Ja. Und die Frage ist, aber haben die, wie gesagt, diese ganze gemacht, Begründung für den Afghanistan-Krieg, das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen, völlig illegal und auch die Beteiligung der deutschen Bundeswehr in Afghanistan ist genauso alles illegal und gegen das Grundgesetz. Und dann kommt dann der Verteidigungsminister, wie hieß er damals, her und sagt, ja, aber Deutschland muss am Hindukusch verteidigt werden, oder? Ja, das ist ja ganz was Neues. Ist jetzt das Bundesgebiet von der Bundesrepublik Deutschland, geht das jetzt bis nach Afghanistan, oder wie? Gott sei Dank nicht. Gehört jetzt Afghanistan irgendwie zu Deutschland und jetzt muss da dort das verteidigt werden, oder wie? Nein. Das ist nach der deutschen Wiedervereinigung ist gestrichen worden, der Artikel dafür. Der alte Artikel 23. Das steht heute auch im Grundgesetz, dass Deutschland wiedervereinigt sei und Afghanistan kann sich so aus verfassungsrechtlicher Sicht Deutschland gar nicht mehr anschließen. Aber Das wurde ja gesagt. Oder? Der Scharping hat das gesagt. Er hat gesagt, ja, Deutschland muss am Hindukusch verteidigt werden. Sind doch alles völlig illegale Rechtfertigungen, ja? Ja,
Ich würde gerne zur Ukraine zurückkommen. Was können wir daraus für die Ukraine lernen? Was können wir aus der Ukraine lernen? Wir können, die Ukraine ist wieder der typische, klassische Fall von Regime Change, den Amerika schon und die NATO und die EU schon seit der zweiten Amtsperiode von Clinton verfolgt. Das ist diese Neokon-Philosophie, oder? Die Neokons. Mhm. Haben das ja im Programm. Und sie kontrollieren die Präsidenten, das heißt, sie haben den Clinton kontrolliert, den Bush Junior sowieso und jetzt den Obama kontrollieren sie auch. Ja? Und wir wissen ja, dass die Victoria Nuland, ich meine, wir haben es ja gehört in dem abgehörten Telefongespräch, dass sie ja diktiert hat, der gehört in die Regierung, aber der Vitali Klitschko nicht. Also die benehmen sich ja, wie wenn sie in alle Länder einfach sagen können, was läuft. Ja, vielleicht, ja? Ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie meinten, dass Klitschko zu sehr von Deutschland gesteuert ist und dass sie die Leute lieber alle selber steuern wollten. Ja, aber dass die Amerikaner nichts von Europa halten, das wissen wir ja schon lang. Und das ist ja mit ihrer Aussage Fuck the EU ganz klar zutage gekommen, oder? Ich meine, die Europäer sind ja nur dumme Wadenbeißer, ja. Das sind nützliche Idioten, die man halt benutzt für die amerikanische Außenpolitik. Aber respektieren tun die Amerikaner die Europäer überhaupt nicht. Und das haben wir ja spätestens mit dem NSA-Skandal gesehen. Ich meine, was soll diese Aussage? Ja, Partner tut man nicht ausspionieren. Seit wann ist in Europa ein Partner? Da lache ich ja. Ich denke mir, ich möchte nochmal zurückkommen, angemessene Reaktion. Also das eine ist natürlich die Frage, also wenn so eine Regierung da in der Macht ist, ob man sich da nicht selbstständig machen kann. Und hier ist ja auch mit dem Referendum bestätigt worden. Putin hat auch gesagt, er will, dass er keine Gebietsansprüche gegenüber der Ukraine hat. Das heißt, gleichzeitig sorgt er sich um die russischsprachige Minderheit im Osten des Landes. Ich verstehe es so, dass die Ukraine sich keine Sorgen machen muss, dass Russland, selbst wenn da Abstimmungen wären, weitere Gebiete akzeptieren würde, dass sie zu Russland kommen. Gleichzeitig verlangt Putin aber Schutz der russischsprachigen Bevölkerung. Genau, das bedeutet, das ist ein Warnschuss gegenüber der ukrainischen Regime da. Wagt es ja nicht, die russische Bevölkerung in der Ostukraine etwas anzutun. Ja, weil sonst holen wir das auch noch. Das hat er nicht gesagt, sonst holt man das auch noch, sondern scheint diplomatisch. Doch, das hat er indirekt gesagt, indem er gesagt hat, die oberste Priorität für die russische Politik ist der Schutz der russischen Staatsbürger. Ja. Es gibt eine ganze Menge andere Dinge, die man unterhalb der Schwelle auch machen kann. Zum Beispiel kann die UNO-Vollversammlung beschließen, Untersuchungsmissionen zu machen. Man kann Blauhelme beschließen. Und die amerikanische Regierung hat der russischen Regierung doch versprochen, dass sie dafür sorgt, dass es keine Übergriffe gibt. Die Frage ist natürlich, wie verbindlich muss sie das versprechen? Wie schriftlich und muss das ratifizierter Vertrag werden oder was? Wie viel Garantien muss es geben und wie setzt man das praktisch um? Zumindest haben sie es versprochen, die Amerikaner, dass sie entsprechend sich einsetzen, ihren Druck, dass sie Druck machen, dass da keine Übergriffe gibt. So habe ich das mal. Ich glaube, das habe ich bei RIA Novosti gelesen, dass die Amerikaner das tun. Und auf jeden Fall, die Russen haben meiner Meinung nach, hat natürlich die USA und die EU mit diesem ganzen Putsch einen gewaltigen Fehler gemacht. Jetzt haben sie sich da einen Klotz an Bein gehängt, oder? Und haben jetzt praktisch die finanziellen Verpflichtungen
übernommen von der Ukraine. Und das ist natürlich etwas, was unbezahlbar ist. Ich meine, die EU kann ja nicht mal Griechenland retten. Wie wollen sie dann die Ukraine retten? Außerdem, ich glaube gar nicht. Ich verstehe gar nicht, wieso sie sie überhaupt retten wollen, weil die Ukraine ist ja nicht Teil der EU, oder? Ich meine, was geht sie denn das an? Und ich so weiter. Das ist Machtpolitik. Ja? Ich glaube nicht, dass sie die retten natürlich wollen. Ich denke. Ja. Ich habe. Also wie das, wenn die EU nicht genug Probleme hätte. Jetzt hängen sie sich noch das um den Hals. Ich möchte einmal was sagen von wegen Geld geben durch die EU und einmal was von wegen das auch noch an den Hals hängen. Mit dem Geld geben, ich denke, das hängt damit zusammen, beim IWF ist es Tradition, dass er versucht, den Ländern nicht zu viel Geld zu geben und dafür ganz, ganz viele Auflagen durchsetzen zu können. Das hat zumindest ja, genau. Davison Budo berichtet. Die werden noch auf die ehemaliger IWF-Mitarbeiter. Davison Budo ist von der Granada-Ökonom und der war, glaube ich, 12 Jahre lang war er Mitarbeiter beim IWF und hat berichtet, dass beim IWF halt, also ist er, soweit ich mich entsinne, 88 oder 89 beim IWF ausgeschieden und 91 ist in deutscher Fassung bei der Heinrich-Böll-Stiftung unter Genug ist genug dann sein Abschiedsbrief an den IWF, sein Kündigungsbrief rausgekommen mit weiteren Vorwort und weiteren Texten dazu. Und in diesem langen Kündigungsschreiben hat er das eben auch dargestellt, dass der IWF gerne viele Auflagen macht und nicht so viel Geld dafür geben möchte. Und hier heißt noch lange nicht, dass man das ganze Geld gibt, was die Ukraine eigentlich bräuchten, sondern dass man ihnen das als Kredit gibt, sondern dass man ihnen eine gewisse Menge gibt und den Rest zwingt man sie mit Einsparungen oder Steuererhöhungen selber zu erwirtschaften. Ja. Und interessant ist die werden ja von drei Seiten praktisch ökonomisch in die Zange genommen. Einmal in auf der IWF-Webseite zur Ukraine steht, dass sie vorher schon Regierung von der Partei der Regionen und Kommunisten wollten sie, dass die Energiesubventionen senken oder abschaffen. Zumindest deutlich senken. Und laut Ria Novosti hat er jetzt ihre Anführungsstrichen Übergangsregierungschef, Herr Jasenduk, versprochen, die Renten zu halbieren. Und dann berichtet Ria Novosti, sie erhöhen deutlich die Militärausgaben auf Kosten von Sozialprogrammen. Da ist einmal das, was sie selber umschichten Richtung Militär, plus, dass sie praktisch scheinbar nahezu blankettartig versprochen haben, alles zu tun, was der IWF sagt. Das Land wird total ausgenommen, das Sozialsystem. Was ich jetzt hier voraussage, ist Folgendes. Ja. Durch diese ganzen scharfen Maßnahmen, Sparmaßnahmen, wird das ganze Sozialsystem von der Ukraine natürlich völlig demontiert, ja, weil das passiert ja schon. Sie haben ja schon beschlossen, die Renten zu halbieren. Umgekehrt profitiert jetzt die Bevölkerung der Krim von den viel höheren Sozialleistungen Russlands. Ja, und das bedeutet, dass natürlich die Ukrainer, die werden das sehen. Die werden sehen, wow, wenn ich zu Russland gehöre, dann habe ich alle diese Vorteile und wenn ich zur EU gehöre, dann lande ich in der Armut. Ja, also irgendwann werden demnächst die Ukrainer aufwachen und allein durch diese Benachteiligung, die ihnen jetzt widerfahren wird, indem die ganzen staatlichen Leistungen massiv eingeschränkt werden, zum Beispiel die Subventionierung der Energiekosten. Ja? Ich meine, der IWF hat ja schon gesagt, ihr müsst sofort die Subventionen für Strom und alles einstellen. Das würde eine Verfünffachung der Stromkosten bedeuten. Ja, meint ihr, das wird ohne Reaktionen in der ukrainischen Bevölkerung ablaufen? Ja. Es gibt mit Sicherheit Reaktionen. Es fragt sich, gegen wen sich das dann entlädt. Das kann natürlich dann die Minderheiten treffen. Es kann auch sein, dass die Bush-Regierung gegen die Russen gestürzt wird.
Ja, und das habe ich ja schon vor ein paar Tagen gesagt. Eigentlich müsste die ukrainische Bevölkerung aufwachen und eine Konterrevolution machen und sofort dieses Regime entfernen. Was Ja. mir auch auf, was ich mich, wenn ich mir, es gibt einen Bericht von Jahr 2001 von damaligen UNO-Sonderberichterstatter, Recht auf Nahrung, Professor Dr. John Ziegler. Und er hat als Hauptgrund für den Hunger in der Welt genannt, die ungerechte Welthandelsordnung und an zweiter Stelle die Auflagen von IWF und Weltbank. Und das waren noch mehrere Rangplätze vor Kriegen. Jetzt frage ich mich, ob dieser Konflikt innerhalb der Ukraine wird wahrscheinlich wesentlich weniger, obwohl es eine Faschistenregierung ist. Ich vermute es. Ich vermute es. Es ist schwer zu prognostizieren. Kann gut sein, dass es weniger Opfer fordert als die Auflagen von IWF und Weltbank, zumindest in den meisten Ländern oder weltweit gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da, es ist schwer zu sagen, weil es wirklich so eine extreme Regierung, extreme Parteien sind, die da mit in der Regierung sind. Aber bei den meisten Regierungen ist es so, dass die mit ihren Auflagen mehr Opfer fordern. Wenn ich mir anschaue, jeder dritte Mensch in Indien hungert. Und es waren, laut Professor Dr. Chossudowski, waren es auch Auflagen von IWF und Weltbank, die die kleinbäuerliche Landwirtschaft da ruiniert haben. Oder Ruanda. Ruanda ist vor dem Bürgerkrieg die Situation angeheizt worden durch Auflagen von IWF und Weltbank, indem sie soziale Sicherheitssysteme für die Bauern kaputt gemacht haben. Du darfst dir nicht vergessen, zum Beispiel der sogenannte arabische Frühling in Ägypten, ja, also ursprünglich, wenn man ganz zum Anfang geht, war nicht wegen eine Ablehnung vom Mubarak damals, sondern das war ein Protest wegen der Verdoppelung der Lebensmittelpreise durch die ganze Lebensmittelspekulanten verursacht. Das heißt, die ersten Proteste in Ägypten waren wegen der Lebensmittelpreiserhöhung. Und wenn natürlich eine Bevölkerung zum großen Teil mehr als 60% ihres Einkommens ausgeben muss, nur um Essen auf dem Tisch zu haben, und dann verdoppeln sich die Preise, dann ist natürlich, ne, Feuer im Dach. Und so ist ja das Ganze überhaupt losgegangen, weil die Menschen Hunger hatten. Das Interessante ist in der Hinsicht auch, sind ja mehrere Staaten auseinandergebrochen, wo IWF und Weltbank ihre Finger mit im Spiel hatten. Chossudowski nennt das Beispiel Jugoslawien, wo sie unter anderem den Bund-Länder-Finanzausgleich kaputt gemacht haben, strenges Insolvenzgesetz für Firmen und gleichzeitig haben sie die finanziellen Grundlagen für die Staatsbetriebe enorm verschlechtert, die vorher wirtschaftlich waren. Das Spiel haben sie nicht nur Jugoslawien, auch in anderen Ländern gemacht, aber Jugoslawien ist Ja, auseinandergebrochen. Und genau. dann haben sie in Äthiopien Bund-Länder-Finanzausgleich verboten. Ich weiß allerdings nicht, inwieweit die Abspaltung von Eritrea damit möglicherweise einen kausalen Zusammenhang hat, dass sie da genug Leute für diese Das ist ja Abspaltung immer das gefunden haben. Vorgehen des IWF. Das haben sie auch in Osteuropa gemacht. Sie haben die ganze lokale Wirtschaft, also diese ursprüngliche Wirtschaft noch aus der Zeit vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, oder? Also vor Perestroika. Es gab ja überall Fabriken und Industrie in Rumänien und Ungarn und Bulgarien und überall. Die haben sie doch komplett zerstört. Komplett zerstört. Und haben dann nur geguckt, dass die westlichen Produkte reingeknallt werden und die Leute dann in den Regalen kaufen können. Ich meine, was ja niemand fragt, ist, jetzt haben doch diese ganzen ehemaligen Ostblockländer schon seit über 20 Jahren den goldenen Westen. Jetzt sind sie doch alle schön im goldenen Westen gelandet, oder? Und was ist? Noch nie müssen so viele Menschen von dort flüchten. Warum? Weil es ihnen noch dreckiger ging als jemals zuvor. Ja? Deswegen müssen sie flüchten. Deswegen kommen sie jetzt alle hierher.
Jetzt sind Sie aber mit dem, wieso eigentlich, wenn Sie doch endlich im Goldenen Westen gelandet sind? Und genauso wird es den Ukrainern gehen. Die Ukraine, ich habe ja mit ein paar gesprochen, die haben diese Illusion, wenn sie sich der EU anschließen, dann ist alles wunderbar, dann haben sie den gleichen Lebensstandard und alles wird in Ordnung gebracht und so weiter. Das ist doch lächerlich, ganz im Gegenteil. Stimmt doch gar nicht. Die fallen noch mehr in die Scheiße als vorher. Ganz im Gegenteil, seit 1. Mai 2013 ist die EU voll auf Too-Big-to-Fail-Banken ausgerichtet, mit dieser kleinen Vertragsänderung. Und überall aus den Leuten, aus dem Sozialsystem alles herzuholen. Und es gibt auch etwas, wo ich sehr stark annehme, dass das ein Grund ist, wo diese Konfrontation herkommt, dass man die jetzt sucht. Ob man das in der Schublade hat, ist eine andere Frage. Es ist, zum 1. Mai 2013 ist diese Verpflichtung, strenge Auflagen zu machen für diese ganzen Mechanismen im Namen des Euro. Und wo es eine Erklärung gibt von dem Finanz- und Wirtschaftsminister, 10. Mai 2010, Aktenzeichen, SN 2564-110. Naja, meine Frau ist ja auch eine Verfassungsklägerin zu diesen Themen, um das mit dem Grundrechten und Menschenrechten einzugrenzen, das Ganze, und hat den Antrag gestellt, am 2. Mai 2013 festzustellen, ob der EU-Vertrag durch diese Verpflichtung auf diese Strenge nichtig ist. Und es könnte, und ich glaube, dass es das ist, ein entscheidender Beweggrund mit sein, dass man sich jetzt etwas sucht, einen Konflikt anzuheizen, die Öffentlichkeit abzulenken von der Frage, ob der EU-Vertrag nichtig ist und die EU ihren zweitwichtigsten Vertrag neu machen muss. Und davon hängt auch ganz stark ab, wenn der EU-Vertrag nichtig ist, wegen der Verpflichtung auf diese Strenge, wenn es so auszulegen ist, dass es unmenschlich streng sein muss, wie beim IWF, dann können Sie kein Assoziierungsabkommen machen nach Artikel 217 EU-Vertrag und können keine Sanktionen machen gegen Russland nach Artikel 215 EU-Vertrag. Ja, ich kann mir vorstellen, guckt euch doch an, was mit Kroatien jetzt passiert. Kroatien ist das jüngste Mitglied der EU, ne, sind ja Anfang Sommer beigetreten, oder? Und was ist? Kaum sind sie dabei, kriegen sie schon Strafverfahren aufgehängt von der EU. Und die Wirtschaft ist abgestürzt, 20% Rückgang. Also auch da wieder, die haben geglaubt, wenn sie in die EU gehen, oh, dann kommt goldene Zeiten. Das ist genau das Gegenteil. Sie fallen voll in die Depression rein und in die Armut. Ja. Ja, die Beitrittskriterien werden ja von der UNO noch gelobt. Die Beitrittskriterien, wie sie sein müssen, um reinzukommen. Aber dann, wenn sie einmal drin sind, ist es anders. Das ist makaber. Das Komische ist auch, warum die Wirtschaft in Kroatien abstürzt, ist ja ganz einfach. Auf einmal mit dem EU-Beitritt müssen die ganzen Firmen und Gewerbetreibenden und alle, die dort wirtschaften, die müssen plötzlich die ganzen Vorschriften und Gesetze der EU einhalten in Bezug auf, was weiß ich, Gesundheitswesen und Arbeitsrecht und all so Zeug. Das können die gar nicht einhalten. Die ganzen Firmen dort und Gewerbetreibende, die müssen entweder sehr viel Geld in die Hand nehmen, um ihren Betrieb auf die europäischen, also die EU-Standards zu bringen, oder sie müssen schließen. Also, was machen sie? Sie schließen. Schmeißen ihre Leute raus und deswegen geht die ganze Wirtschaft dort zurück. Ja? Das ist dieser große Fehler, dass man meint, man kann über alle Länder die gleichen Gesetze machen, die gleichen Standards machen, die gleiche Währung machen, die gleiche Finanzpolitik machen und alles immer gleich machen. Das geht eben nicht. Das ist ja der ganze Grund für die Euro-Krise. Die Euro-Krise ist wegen diesem Versuch der Gleichmacherei. Aber diese ganzen Länder können nicht wie Deutschland sein. Ja, geht nicht. Ja, es gibt
Man hat sie auch gezielt genutzt, um Privatisierung und Sozialabbau und immer mehr Bankenrettung mit immer neuen Mäntelchen zu erzwingen. Und wenn die Ukraine in die EU kommt, wird man das mit der Ukraine genauso machen. Ja, ja. Und da sagt man zum Beispiel, die Länder haben zu viel Ungleichgewichte. Und was macht man dann? Man macht nicht Auflagen unbedingt, um die Ungleichgewichte zu verringern, sondern man benutzt das als Vorwand für beliebige Eingriffe in Lohnfinanz- und Wirtschaftspolitik und Privatisierung. Und dann das mit dem Staateninsolvenzverfahren, was in ESM reingeschmuggelt haben, das ist auch wieder für ein Turbo-Privatisierung. Und um auf die Sozialversicherungsersparnisse zugreifen zu können, um das den Banken zu geben. Das kommt auf die Ukraine. Ich meine, es war ja schon für diese ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken vor 20 Jahren, war das ja schon ein Schock aus dem kommunistischen System, plötzlich in diesem sogenannten kapitalistischen zu landen. Denn zum Beispiel in der Sowjetunion war ja das Gesundheitssystem gratis. Ja, gratis. Es gab ja, ich meine, der Sozialismus hatte ja viele Vorteile, wenn man so will, in Bezug auf, was die Menschen für Sozialleistungen gekriegt haben. Die sind sofort alle verschwunden. Wenn du in der Ukraine oder sonst irgendwo in diesen ehemaligen Sowjetrepubliken krank bist, dann bist du am Arsch, weil dann musst du das alles selber zahlen. Ja? Wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt kriegen sie noch den, ich meine, das war ja schon ein Schock, aber jetzt kriegen sie noch den Schock des EU-Beitritts, ja, dann ist ja ganz fertig. Ich glaube, Russland ist noch härter getroffen worden als andere, wenn ich den Film Der unbekannte Putin verstanden habe, wo sie leider viele Themen angeschnitten haben, aber mit dem Sozialabbau damals unter IWF nicht so ins Detail gegangen sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die ist die soziale Absicherung mehr als zum Beispiel bei uns oder auch in manchen anderen Ostblockländern über die Betriebe gewesen, dass das ganz stark am Arbeitsplatz gehangen hat. Also, dass man, wenn man den Arbeitsplatz verloren hat und dass man nicht eine Sozialversicherung so kommt wie bei uns, ziemlich komplett unabhängig von der Betriebszugehörigkeit hatte. Und wenn die Betriebe dann größerer Zahl pleite gegangen sind, dann hat den Leuten dann ein entsprechender Teil der sozialen Absicherung gefehlt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so viele Opfer gefordert hat. In den 90er Jahren, warum da so viele Russen dann Opfer dieser Sparpolitik geworden sind. Ja, genau. Das war ja ein Riesenschock, oder? Ja. Das war ein Riesenschock für diese Leute aus diesem Wohlfahrtsstaat. Also, ich meine, das war ja ein extremer Wohlfahrtsstaat. Ja? Ja. Das war ja alles garantiert. Alles war garantiert. Der Arbeitsplatz, Sozialrenten, alles war garantiert. Und auf einmal fallen sie in ein System rein, wo überhaupt nichts ist. Ja. Das war ja ein Riesenschock. Ja. Unter dem die ja heute noch leiden. Ja. Und jetzt kommt der IWF daher und macht noch mehr Sparmaßnahmen? Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir eine Konterrevolution in der Ukraine sehen, wenn die Leute alle aufwachen und merken, was es eigentlich bedeutet, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. Ja? Das... Speziell, wenn sie dann sehen, wie gut es den Leuten auf der Krim geht, oder? Die Russen haben ja auch einen Staatsbankrott gemacht, um sich aus dieser unmöglichen Situation, in die völlig überforderte Präsident Jelzin sie gebracht hat, beziehungsweise die IWF-Leute und Berater, um daraus zu befreien. Die Russen haben die Schulden übernommen vom Zarenreich, die haben die von der Sowjetunion übernommen und von der Provinz Russland, und damit waren sie völlig, völlig überfordert. Und dann noch alles Mögliche privatisieren, völlig unter Wert. Das,
das war absolut notwendig, da den Staatsbankrott zu machen, die Notbremse zu ziehen. Und ich meine, die Ukrainer sollten das auch machen, anstatt sich den IWF ins Land zu holen. Allerdings natürlich nicht den Gläubigern gar nichts mehr geben, sondern einen fairen Kompromiss. Ja. Es gibt ja auch arme Gläubiger, die ukrainische Staatsanleihen kaufen. Vielleicht es gibt ja auch vielleicht arme Rentner in der Ukraine und anderswo. Den kann man ja auch nicht alles nehmen. Ja. Auf was ich auch hinaus will, es gibt ja viele, die meinen, das Ganze kommt zu einer Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Also da kann ich die Leute beruhigen, dazu wird es nicht kommen. Und das ist aus einem ganz einfachen Grund. Ich kenne ja die NATO-Politik. Die NATO greift nur Länder an, die sich nicht wehren können. Da sind sie mutig und greifen an. Die können unmöglich Russland angreifen. Das wäre Selbstmord. Dann gibt es Europa nicht mehr. Fertig. Deswegen ist das undenkbar, nicht möglich, wird da nicht passieren. Der NATO-Generalsekretär hat ja schon gesagt, und auch der Obama haben gesagt, also militärisch wird da nichts laufen. Ja. Sarah, die können Pellin, da mit ihren Sanktionen rummachen, die können von mir aus ein paar Sanktionen machen, und Russland hat eh schon jetzt entschieden, parallel sofort Gegensanktionen zu machen, dann wird es so ein Geplänkel hin und her geben und fertig. Ja. Aber zu einem Krieg wird es sicher nicht kommen. Ja. Wie geht man damit um, wenn Sarah Palin fordert, Russland mit Massenvernichtungswaffen anzugreifen? Zumindest wird sie. Ja, aber die hat ja nichts zu sagen. Die ist ja, wer ist das? Niemand. Die ist nichts. Die hat nichts zu sagen. Die kann von mir aus rumschreien, so wie sie will. Genauso wie der McCain und wie sie alle heißen. Ja. Das ist nicht möglich, ja. Deswegen muss man da keine Angst haben. Die einzige Angst, wenn man so will, oder Sorge, die man haben muss, ist das, was Merkel macht. Die Merkel war eigentlich der maßgebliche Punkt. Wenn Merkel entschieden hätte, so wie das britische Parlament damals kurz vor dem Angriff auf Syrien, wo das britische Parlament dem Cameron Nein gesagt hat zu einem Angriff, dann ist das Ding gestorben. Und genauso hätte Merkel jetzt sagen müssen, Sanktionen, Deutschland macht nicht mit, Ende. Dann wäre das Thema vom Tisch. Aber sie macht mit. Das heißt, sie ist schuld an der ganzen Situation. Sie ist schuld. Ja? Und was jetzt dabei passieren wird, ist, dass die deutsche Wirtschaft massiv leiden wird. Denn es sind Hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland abhängig von Russland. Hunderttausende. Und die werden, das heißt, Deutschland sägt sich den Ast ab, auf dem es sitzt. Und das ist ja auch bewusst. Sie hat ja in ihren Reden gesagt, ja, dazu ist Deutschland zu Opfern bereit. Ah ja? Hat man die deutsche Bevölkerung gefragt, ob sie zu Opfer bereit sind wegen dieser ganzen Ukraine-Geschichte? Dass jetzt Firmen schließen und Arbeitsplätze verloren gehen und dass Deutschland dann nicht mehr der Exportweltmeister sein wird? Ja? Vom Gas will ich ja gar nicht reden, den Russland. Das heißt, Russland wird ja nie das Gas abdrehen. Russland wird immer Gas verkaufen wollen. Aber die Deutschen sind ja so blöd und drehen sich den eigenen Hahn zu. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass man diese... muss man sein, um das zu tun? Ich kann mir verschiedene Dinge vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass die Finanzeliten und ihre Thinktanks und die bei ihnen eingebetteten Medien, dass die einen Krieg wollen. Es kann mir auch vorstellen, dass sie dieses ganze Getöse machen, um ihrer Privatisierungsstrategie hier im Westen, dass sie die Staaten völlig ausverkaufen wollen, alles privatisieren wollen, bis auf die direkt gewählten Leute, dass sie davon ablenken wollen. Vielleicht wollen sie auch, machen sie das auch mit den Sanktionen hin und her, um hier eine Wirtschaftskrise zu machen,
damit die Staaten hier alle wirtschaftlich abstürzen und Staateninsolvenzverfahren müssen, könnte ich mir auch vorstellen. Denn dann können sie ganz billig alles privatisiert kriegen. Es ist ja tatsächlich so, dass die Strategie der sogenannten Elite ist, so viel Schaden und Zerstörung überall anzurichten, wie sie können. Die Leute so viel wie möglich in die Armut zu stürzen, denn es ist ja klar, Menschen, denen es gut geht, die sind frech. Die lassen sich nicht alles gefallen und sind aufmüpfig. Aber Leute, die kurz vorm Abserben sind, die gerade noch so dahin vegetieren, die um jeden Brotkrümel kämpfen, die kann man natürlich viel besser kontrollieren, ja? Und darum geht's doch. Das sehen wir doch überall in diesen Krisenländern in der EU. Die sind ja sowas von deprimiert. Die haben ja aufgegeben. Die Griechen haben aufgegeben. Die Spanier haben aufgegeben. Ja? Die sind sowas am Boden. Ja? Und das ist das ganze Ziel natürlich. Die Elite mag vielleicht einen Krieg wollen, aber dazu gehören ja Militärs und Soldaten. Oder gehen sie selber mit dem Gewehr in die Front? Nein, sie schicken ja andere hin. Und das hat man ja gesehen schon, dass der Cheney und der Bush damals in ihrem letzten Amtsjahr wollten sie ja den Iran angreifen, aber das Militär hat gesagt, sicher nicht. Es hat einen Aufstand gegeben im amerikanischen Militär. 2006 ja. War das, glaube ich. Genau. Und das heißt also, wenn Amerika nicht einmal den Iran angreifen kann, dann können sie ja Russland schon mal gar nicht angreifen. Das ist ein Witz. Ja? Das geht gar nicht. Die können ja nicht mal den Iran angreifen, weil sie eins in die Schnauze kriegen. Wie wollen sie dann überhaupt in dieses Russland? Ist ja undenkbar sowas. Am 1. oder 2.9. hätte man beinahe einen Weltkrieg ausgelöst durch Angriff auf Syrien. Da kam eine Menge glückliche Fügungen zusammen, dass der Präsident doch noch alle wichtigen Informationen gekriegt hat. Sonst hätte er aufgrund unvollständiger Informationen angegriffen, weil er nicht gewusst hat, dass Chinesen und Russen gewarnt haben. Sonst hätte er das früher gewusst, hätte er sich nicht gemacht. Die Putin hat ihn aus der Sackgasse rausgeholfen. Der Lavrov und der Putin haben ihn aus der Sackgasse rausgeholfen. Das ist wahr. Ja. Aber der Chemiewaffengeschichte. Aber davor hätte er beinahe den Angriff gemacht, weil ihm entscheidende Informationen gefehlt haben. Er hätte das doch nie gemacht, wenn er gewusst hätte, dass Chinesen und Russen gewarnt haben. Die Kriegshetzer werden natürlich immer, und das sehen wir doch dauernd, immer lügen über was passiert. Und dann mit diesen Lügen versuchen, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Das haben wir doch im Irak gesehen, ihre ganzen Lügen über Massenvernichtungswaffen, oder? Die es nie gegeben hat. Und hier ist selbst ein US-Präsident nicht ordentlich informiert worden. Das finde ich ein Skandal. Und das finde ich eine Gefahr. Dass selbst der US-Präsident für dumm verkauft wird, das ist ja, unerhört. Ich meine, der ist doch abhängig von den Leuten, die um ihn rum sind und das tägliche Briefing machen, oder? Ich meine, der Obama, der sitzt ja nicht da und tut Verschwörungstheorie-Seiten im Internet lesen, sondern er geht ja her und kriegt sein tägliches Briefing, das irgendwelche Leute da für ihn zusammenstellen. Das heißt, sie bestimmen, was er weiß und was er nicht weiß. Und so können sie seine Entscheidungen steuern. Ja. Das heißt, das habe ich ja schon, schau, das habe ich doch schon oft gemerkt, wenn ich mit Politikern hier in der Schweiz rede. Ich bin manchmal total schockiert, wie ahnungslos und überhaupt keine Informationen haben. Das heißt, wir, die uns täglich mit dem beschäftigen, wir sind besser informiert über was in der Welt passiert, als diese ganzen Politiker, die aber eigentlich die Entscheidungen treffen. Das hat mir echt Angst gemacht. Ich habe gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Die haben ja null Ahnung. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, ist ja eigentlich ein Sozialdemokrat. Und er scheint irgendwie keinen Kontakt zu haben zu Sozialdemokraten in der Ukraine.
weil die neigen alle irgendwo mehr den Russen zu und die haben, hätten auch Informationen gehabt, was da jetzt für faschistische Kräfte mit an der Macht sind. Da war ja eine Rundreise durch Deutschland, durch Frankreich, ich glaube auch durch Italien von ukrainischen Politikern, von der Progressivsozialistischen Partei, von der Kiew-Russ-Partei, vom Gewerkschaftsvorsitzenden. Und ja, die haben das darüber hat halt berichtet damit und er zu tun, dass sie nur das hören wollen, was in ihr Kram passt. Ne? Ist ja logisch. Ja. Die wollen ja nur das hören. Ne? Sie wollen ja nur mit den Leuten zusammen sein, die ihnen nach dem Mund reden. Ja? Ja. Ist ja klar. Ich denke, deshalb ist es wichtig, dass aber die Politik auch... Also außerdem Sozialdemokraten, da lache ich doch. Das wo sind die sozialdemokratisch? Ich bekomme gerade einen Hinweis, dass wir bald 2 Stunden Sendung machen. Ich würde gleich gerne zum Schluss der Sendung kommen. Ich glaube, die Themen, ja, okay, die wir heute auf jeden Fall ansprechen wollten, haben wir angesprochen. Ja, ich bin der Meinung, wie gesagt, dass die Leute müssen jetzt keine Angst haben vor dem Krieg oder so. Natürlich müssen wir das Ganze mit Sorge betrachten und wir müssen uns wehren und geht her und tut weiter eure Kommentare den Politikern und auch den Medien schicken. Ich meine, wenn ich mir die ganzen Artikel angucke, dann gibt es eine massive Gegenkritik in den Kommentaren. Ne? Das heißt also, die Menschen sind aufgewacht und lassen sich diese ganzen Lügen und falsche Darstellungen nicht mehr gefallen. Die Medien haben ja echt Probleme jetzt, oder? Die schalten ja eh die Kommentare ab, weil sie ja so viel Gegenstimmen haben. Ne? Aber wir müssen da weitermachen, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, was da abgeht und so, ja. Und ich denke, was gebraucht wird, ist, es braucht, denke ich, auf jeden Fall braucht es Beobachter zum Schutz vor allem der jüdischen, der russischen und der deutschen Minderheit und auch zum Schutz der Mitglieder der ehemaligen Regierung, also Partei der Regionen. Wenn ich mir deren Webseite und Kommentare anschaue, die haben sich zwar von Janukowitsch gedrängt, wirken aber ziemlich eingeschüchtert und ich denke, die und die Kommunisten, die brauchen einfach einen Schutz durch neutrale internationale Beobachter, damit überhaupt faire Wahlen passieren können. Kann ja nicht sein, wenn kann man doch nicht fair nennen. Parteien, ich meine, was jetzt dann im Mai angeblich diese Wahlen, die im Mai stattfinden sollen, das ist doch eine Farce, wenn all die Parteien, die dem Regime nicht passen, verboten sind, ja, oder eingeschüchtert sind. Das geht doch gar nicht. Was auch noch eine Frage ist, die haben ja zurückgeschaltet von der 2010er auf die 2004er Verfassung. Und die Frage ist, haben Sie das wirksam gemacht? Unter welcher Verfassung arbeiten Sie jetzt wirksam? Sie sind ja entgegen der verfassungsmäßigen Vorschriften, hat ja die Regierung gewechselt, ist der Präsident abgesetzt worden, entgegen Artikel 111 der 2010er Verfassung. Dann sind sie zurückgegangen zur 2004er Verfassung. Wenn das 94, Entschuldigung, ich bekomme gerade Sowjet 94, sorry. Die Frage ist, wenn diese Akte jetzt vielleicht nicht gültig waren oder waren sie gültig, auf Grundlage welcher Verfassung, mit welchen Vorschriften macht man die Wahlen? Da sind total viele Unsicherheiten. Und ich denke, auch das ist wiederum wichtig für die Frage, auch der Unabhängigkeit der Krim, nach welcher Verfassung ging es oder hat man vielleicht gar keine Verfassung gültig in Kraft? Das sind, die haben da ein riesen Chaos allein an Rechtsunsicherheit geschaffen. Ja, genau. Genau. Ich glaube, was es wirklich braucht, sind neutrale Beobachter und dass man sich diese rechtlichen Fragen wirklich mal, friedlich und zivilisiert anschaut. Und dass man nicht sagt, aber was man wirklich braucht, ist, dass man den Politikern endlich sagt, hört auf mit dem ganzen Blödsinn da.
Ihr könnt doch nicht diese Sanktionen machen, die uns selber schaden. Das geht doch nicht. Ja. Und ich meine, wenn Sanktionen, dann wäre es vor allem ja angebracht zum Schutz vor den Übergriffen. Und ja, es ist unmöglich, Westen und Russland gegenseitig, und was ist mit denen, die hier angekündigt haben, dass die Deutsche Russen und Juden verfolgt haben wollen, die kriegen keine Sanktionen, nicht mal in Form, auch wenn sie es noch nicht umgesetzt haben, nicht mal in Form von Beobachtern, dass man ihnen genauestens auf die Finger guckt, dass man ihnen das aufzwingt, UNO-Beobachter da zu haben oder OSZE-Beobachter. Okay. Genau. Wir müssen uns, wie gesagt, wehren. Ja. Wir müssen den Politikern sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Konfrontation mit Russland. Wir wollen Freundschaft mit ihnen. Wir wollen keine Sanktionen oder sonst welche Strafmaßnahmen, weil sie uns immer treffen werden. Ja? Ja. Und wer soll aufhören mit diesem ganzen Kriegsgerede? Ja. Okay. Danke. Und ja, ich danke auch unseren Zuhörern. Anfangs hatten wir Zuhörer aus 4 verschiedenen Ländern. Wenn ich es jetzt sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Länder, alleine was ich auf unserem Blog sehen kann, und ich denke, die meisten Zuhörer werden auf jungledrum.de sein, alleine aber über unser Politikblog hören, Leute aus 10 Ländern zu, und natürlich denke ich auch, viele, viele Leute werden auch über alle Schall und Rauch auf die Sendung gekommen sein. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, und ich freue mich auch über unser internationales Publikum. Ganz herzlichen Dank. Die nächste Sendung ist in einer Woche am 27. März, und da wird es ums Geldsystem gehen. Ich bedanke mich jetzt auch, und es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Danke.